So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Boss in Berlin. Wir stehen hier an der Bushaltestelle, wollten hier gerade unsere Fahrgäste reinlassen und rauslassen. Machen wir das doch einfach mal. Wir sind Berliner Hauptbahnhof, den ich gar nicht mal so übel finde, wie sie ihn hier gemacht haben. Wir können auch mal ganz kurz aussteigen. Wie war das noch mit C, ne? Oder mit E? Mit C, mit C. Wir können einmal ganz kurz aussteigen. Gucken uns dann den Berliner Hauptbahnhof. Ich finde den Bus, den Scania, ne? Ich mag den echt leiden. Ich finde den echt totschick. Muss ich ehrlich sagen. Und der mit dem Hauptbahnhof und alles, das sieht echt wahnsinnig gut aus. Oh, auf einmal laufen wir da rum. Wie laut der aber auf einmal ist, ne? Heftiger Shit. Aber es sieht echt gut aus, ne? Das sieht natürlich alles verwaschen aus. Wird wahrscheinlich noch irgendwann mal gerne. Das sollen wahrscheinlich Einkaufsladen sein im Hauptbahnhof Berlin. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war da noch nicht. Was ich aber geil finden würde, das sagte ich glaube ich schon in meiner letzten Folge oder vorletzten Folge. Pommes! Pommes, McDonalds! Wenn man tatsächlich auch eine Möglichkeit hätte, mit der U-Bahn, S-Bahn oder was auch immer zu fahren in diesem Spiel, würde ich total enorm feiern. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir auf die linke Seite raufkommen. Und achten wir genau auf den GPS-Wert. Was war das? Dachte, ich habe da irgendwie Erdbeben gehört oder so. War wahrscheinlich noch ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Denn beim letzten Mal ging es hier auf einmal nicht mehr weiter. Deshalb aufpassen, was das GPS uns so erzählt. Invalidenpark, genau, darüber habe ich ja beim letzten Mal so gesprochen. Invalidenpark. Invalidenpark, wer denkt sich sowas aus? Und wer will hier ein- und aussteigen? Da müssen wir rein in die Mitte. Finde ich aber geil, ne? Diese Haltestelle feiere ich enorm, weil man hier direkt auf die Schienen raufkommt. Und ich würde es cool finden, wenn hier wirklich gleich eine Straßenbahn längs fahren würde. Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich noch passieren. Und überall Taxis. Alter. Alter. Oh, ich glaube, ich steig mal ins Taxi ein. Hallo Ladies, na? Wollt ihr nicht bei mir mitfahren? Ey, dann, die Taxifahrer sieht aus wie du. Aber egal, fahrt doch einfach bei mir mit. Mein Bus ist auch gelb. Steigt ein. Los jetzt, komm zu mich. Ich mach die Tür auf. Oh, und ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Ich bin einfach nur ausgestiegen. Naja. Bei dieser Ampelphase kann man ja auch ein bisschen flirten. Bei dieser Ampelphase kann man eine Familie gründen. Da. Wir wollen wirklich Leute aussteigen im Invalidenpark. Da. Ja, jetzt. Moin, junger Mann. Kaufen Sie sich doch mal einen Fahrschein. Bei den gut aussehenden Busfahrern hier. Wir so ein bisschen mal drauf, wie wir hier fahren. Ah ja. Wie kann das denn sein, dass ich mich beim letzten Mal so verfranst habe? Oder beim vorletzten Mal, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt hatte? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil so alles neu war, so aufregend oder so, keine Ahnung. Und dann denke ich so, ja, achtest du auf den Verkehr anstatt auf GPS? Robert Kochplatz, Ankunft. Wir sollen da sein, um 19 nach und wir haben es 24. Ja, wir haben nur ganz geringfügig gefällt, aber es ist Deutsche Bahn, ne? Also BVG. Ist wie Deutsche Bahn. Nur, dass sie gelb sind. Alter, was für eine Kurve. Wir fahren gelenkzig, Digga. Stell dir vor, mit einem 14-Meter-Wagen wäre das hier problematisch. Ah, guck mal hier. Mitgedacht. Bus braucht Platz. Alter, mit Bravour, wa? Robert Koch Platz. Sind wir denn beim letzten Mal auch hier gewesen? Wir sind das letzte Mal mit 12 Meter Solo gefahren, glaube ich, ne? So. Moin, hallo. Oh, Zwillinge. Oh, hi. Ja, und wie sie wollen, ganz genau. Ah, Einzelfahrschein. Klar, kriegen wir hin sofort. Simon A, B und Einzelfahrschein. Kommt sofort, bitteschön. 3 Euro macht das. Ja, 4 Euro. Gib 1 Euro zurück. Danke.
Ich habe Vorfahrten und so weiter und so fort. Ah, kein Problem. Kein Problem soweit. Wir fahren ja defensiv. Defensives Fahren. Alter. Aber die Autos, die fahren einfach noch drauf, ne? Scheißegal, interessiert mich nicht. Ich hau da einfach mal rein. Hier LKW-Durchfahrt verboten, aber wir sind ja ausgenommen, war das von Busse und Kraft-Omnibusse. Nein, und Busse, Linienverkehr, egal. Kraft-Omnibus, egal. Omnibus. Guck mal, Meister Yoda liegt hier im Graben. Charité Campus Mitte. Okay, Lidl, genau, hier sind wir beim letzten Mal aber auch gewesen. Mit Lidl direkt eingemauert hier. Oh, hat Auto auf einmal von Rotten Wutsch weg. Buscup. Moin, schönen guten Tag. Hallo, ja, das sind große Nasenlöcher, die sie haben. Wunderbar. Ah, immer schon drauf achten, wo es längst geht. Wo ist hier die fucking Hupe in diesem Scheißspiel? Da muss ich nochmal gucken. Warte, was gucke ich jetzt mal, Alter? Die Leute sind ja hier total verrückt und nimm mal hier die Vorfahrt, wo sie noch können. So, dann lass uns mal durchschauen. Wo war das hier? Dings, Option, Grafik, Gameplay, Steuerung. So. Interagieren, Smartphone. Ja, alles klar. Radio, wo ist... Hupe. Wir wollen eine Hupe haben. Smartphone. Wo brauche ich ein Smartphone? Ich soll... Gehen. Seitwärts, vorwärts. Leute, Hup. Scania, ach da. Beschleunigen, Bebabab, Mausdings, Bubs, Bibsabubs, Motor, Indikator, Schultertaste, Indikator. Jop, Show, Bums, Bums, dim. Reset, Open, Close, Front Door, wow. Okay, und jetzt die Hupe. Ja, die Hupe haben wir auf H für Hupe. Natürlich. So. Probieren wir direkt aus. Oh, geht gut. Nochmal. Okay. Nochmal. Geil. So, sehr schön. Scania-Hupe. Ey, was jetzt? Blinker und... Achso, macht er im letzten Moment. Alles klar, reicht ja. Wenn man 10 Sekunden vorm Abbiegen den Blinker anmacht, ist kein Problem. 10 Sekunden wäre natürlich viel zu viel verlangt. Hierbei waren es 10 Millisekunden. Marschallbrücke. Ja, das ist die Marschallbrücke. So eine scheiß Brücke hat so einen scheiß Namen. Oder so eine scheiß Brücke hat so einen großen Namen. So wollen wir es mal aus. Marschallbrücke. Großer Feldherr, Marschall. Okay. Moin. So. Guten Tag. Ach, guck mal, Sie waren doch schon mal hier drin. Erkenne ich eine hübsche Frisur. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag, nette Dame. Schöne Wangenknochen haben Sie. So, weiter geht's. ARD. Genau, hier waren wir beim letzten Mal auch. Warum hatten wir denn... Also ich glaube, weil es über eine Stunde ging oder so. Deswegen hatten wir dann aufgehört irgendwann mal, ne? Aber ich habe jetzt hier am Anfang auch so viel rumgetüdelt. Kein Wunder. Und ich habe mich gefragt, was sind das hier für blaue Rohre? Und ich habe immer noch nicht danach gegoogelt. Und auch keiner von euch hat es in den Kommentaren reingeschrieben. Was sind das hier für blaue Rohre? Blaue Rohre? Ist das Post? Briefpost? Möglich? Ich will mir nicht vorstellen, dass da Wasserleitung durchgeht. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Habt ihr das gesehen? Der hat es einfach abgeschüttet. Oh, Bus kommt, aber ich knall einfach mal so rein. Brandenburger Tor. Geil. Ah, hier, Curry-Eck. Was gibt's Neues? Ja, keine Ahnung. Zeitreisen offen. Der drauf. Zeitreisen.
Warte, jetzt. Oh, wir müssen abbiegen. Naja, gut, das kriegen wir irgendwo hin. Machen wir so. Muss braucht Platz eben, ne? Doch, aber hier waren wir beim letzten Mal auch. Hier war auch diese gigantisch beschissene Bushaltestelle. Weil die Leute so beknackt geparkt haben hier. 15 Meter vor und hinter der Haltestelle darf man erst parken. Nicht gerade mal so, wie man lustig ist. Keiner will einsteigen, aber alle wollen sie raus. So, oh, los, hier weg, hier. Ja, na gut. Offensichtlich sind Spiegel. Nee, steigt noch nicht aus. Ich würde gerne mal wissen, was passiert. Moment mal, junge Frau. Ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn man die einfach vor die Pütze macht. Okay. Kann ich mehr rein? Aber wie lange brauchen die denn hier? Ich dachte, nur Busfahrer wäre. Busgeblasen wäre. Hier gibt es auch eine Busspur. Man darf neben der Busspur parken, wa? Ich würde mir das zumuten. Wenn du da 1 Zentimeter verkehrt stehst. Ich meine, das machen die Leute hier oft auch, ne? Oft genug total beknackt, wie die hier stehen, obwohl die wissen, in dieser Straße war Busse längst. Unter dem interessiert Linken, sie Friedrichstraße. Einen feuchten Furz. Ich muss sagen, aber ich finde es schöner jetzt so Tag zu spielen mit Sonne und so und alles. Das macht mir Spaß, ne? Vielleicht habe ich auch bald. Nee, ich glaube beide Folgen. Nee, ich mache das so, dass eine nur rauskommt. Die nächste kommt morgen. Ganz dutsche. Vielleicht nehme ich morgen meine auf. Mit Gewitter. Weil noch kann man nicht sehr viel hier sehen bei diesem Spiel tatsächlich, finde ich, oder? Ich weiß nicht. Bin noch gar nicht fertig. Ja, jetzt ist er mittlerweile bis nach Sibirien gewachsen, der Bart. So. Guten Tag. Hallo. Ach so, hi, na? Sie sehen aus wie Jeff Goldblum damals. Hallo, guten Tag. Sie möchten was kaufen, was hätten Sie da? Sie sind ja schon ausgesprossen, wa? Also wahrscheinlich. Ah ja, gehen wir hin. Machen wir. Hopp. So. Immer diese, könnte nicht mal passend sein? Geht das nicht, oder was? Ach so. Ich würde das ja gerne mal mit dem Multiplayer mal spielen, ne? Und dann hier mit dem Funk und so, das wäre so ein Mörder. Ah, sieht aber... Staatsoper. Das sieht hier schon ganz schön geil aus, ne? Muss ich ja jetzt echt mal so sagen. Bin ich schon mega. Und kann ich denn hier am Funk rangehen? Ne, kann ich nicht. Ne, da kann ich auch noch nichts machen. Knöpfe drücken, hier ein bisschen sappeln. Ne, geht nicht. Echt, echt schade, schade, schade. Schade Marmelade. Staatsoper. Aber so wirkt Berlin gar nicht voll. Es wirkt gerade nicht so wie so eine Hauptstadt oder so, ne? Irgendwie sehe ich das nicht so. Moin, schönen guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie raus. Wow, direkt mit Zwillingen, die sich gegenseitig die Rollen tauschen. Ja, Führerschein, Fahrzeugdings AB haben wir hier. So. 1, 2, also gegen 1 Euro wieder. Sehr gut. Alle fertig mit einsteigen? Jawohl. Lass uns mal Fahrkartenkontrolle machen. Ob das überhaupt geht? So, meine Fahrkartenkontrolle. Ich werde meine. Was? Alter. Aber ihn habe ich verkauft. Das weiß ich, habe ich safe. Oh, was?
Türen gehen einfach so zu. Und sie spielen alle mit dem Handy. Guck doch mal, wie ich es aufs Handy. Wenn du mitspielst. Der Bus ist gut besucht. Hallo? Na? Okay. Einsteigen. Folge der Navigation bis zum nächsten Ziel. Das wird gemacht, Boss, wird gemacht. Ich find's cool, ja. Ich find's wirklich sehr, sehr geil. Und es ist auch wirklich besser als Bus Simulator, das muss ich auch sagen. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele. Aber ich kann es nochmal wiederholen. Es ist besser. Es ist, habe ich schon mal erzählt, dass das Spiel besser ist als Bus Simulator? Ja, aber es liegt daran, weil ich noch nicht erzählt habe, dass das Spiel besser ist als Bus Simulator. Aber ich versuche das nächste Mal zu sehen, dass dieses Spiel besser ist als Bus Simulator. Weil es nämlich besser ist als Bus Simulator. Jetzt wissen das alle, dass das Spiel besser ist als Bus Simulator. Es ist gut zu wissen, dass dieses Spiel besser ist als Bus Simulator. Okay. Spandauer Straße, Marienkirche. Ich habe gehört, dass ihr Berliner sagt, Spandauer sind keine echten Berliner. Warum? Habe ich ganz oft gehört. Und zu mir hat jemand gesagt, in Berlin, dass ich wohl aus Spandau komme. Ist das eine Beleidigung? Da habe ich gesagt, ja, die Richtung komme ich dann. Genau die Richtung. Das wird schon stimmen eigentlich. Ist das eine Beleidigung gewesen? Ey, du kommst ja aus Spandau. Ja. Aber man muss sich grübeln jetzt gerade. Hier sind wir in den letzten Dings auch gewesen, in der ersten Aufnahme. Was haben wir denn alles gefahren, hör mal? Richtig Gas gegeben haben wir. Alter! Alles klar soweit. Ah, okay. Guten Tag, schönen guten Tag, Tarifbereich. Oh, hier steht Tarifbereich drüber drauf. Und oh Gott, stehen auch Preise und steht drauf. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wie die am Zocken sind mit dem Handy. Ich kann mich wegschießen, ne? Das ist aber der Hammer. Also ich werde ausgestiegen. Jo, würde ich mal so behaupten. Weiter geht's. Weiter geht's. Fahren schon fast 60. Aber ein bisschen viel Gas gegeben. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz. Oh, da fällt einfach was um. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz. Ach ja. Ich habe eine Erfahrung damals gemacht. Da war ich 18. Das ist ja mittlerweile auch schon 21 Jahre her. Da war ich in Berlin gewesen. Und da habe ich irgendwie so einen Jungen gesehen, der hat auf dem Zop irgendwo in Berlin, also einen großen Anhof, war es denn überhaupt, ob es ein Zop irgendwo gewesen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren da sehr viele Bushaltestellen, also quasi wie am Zop. Da hat irgendwie so ein Junge an die Seitenteile hier vorne hier beim Busfahrer reingetreten und mit einer Knarre das ganze Magazin auf ihn geschossen. War eine Gasknarre, aber trotz all dem. Und dann war für mich Berlin, war für mich erledigt. Habe ich gesagt, das muss ich nicht nochmal haben. Berlin ist für mich denn da. Seitdem war ich dann noch einmal nur noch in Berlin gewesen, weil ich da kein Fan mehr von bin. Ich meine, ihr seid da bestimmt nicht alle so, ne? Aber. Doch, hier waren wir beim letzten Mal auch, klar, bei Europcar und so Shit. Aber es hat geprägt, muss ich sagen. Es hat tatsächlich geprägt. Das ist der Alexanderplatz, hör mal. Okay. Noch weiterfahren jetzt hier. Wenn ich bis dahin ausgestiegen ist. Oh, ich glaube, der wollte weg, da ich mal rein. Wollten sie tatsächlich. Ja, aber warum bleibt denn die Scheibe nicht an? Ja, guck mal, was soll das? Warum geht das wieder weg? Guck mal, die steigen immer raus. Oh, zerquetscht. Jetzt geht sie raus. Alter, wer will denn noch alles raus? Route vollständig. Was, echt? Nein. Das ist echt vollständig? War letztes Mal ein letzter Fahrgast, ne? Aber GPS hat weitergezeigt. Geil. Und was sagt das hier? Was soll ich denn da drücken? Dann mache ich die nochmal, oder was?
Und hier beende ich sie einfach, ne? Ja, beende ich sie. Gut, Kinders, Route haben wir fertig gemacht. Das nächste Mal machen wir die bei Blitz und Donner und wollen mal gucken, dass das Spiel dann vielleicht irgendwann mal fertig wird. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tuhu.